لا مهما هنا Oh, guckt euch den Mond an. WTF. Na komm schon, Postbote. Dankeschön. Ja, ist okay. Du Pfeife da hinten, ey. Ich werde fliehen. Das ist ein Befehl der Poststellenleiterin. Nun bin ich frei. Ich werde mir meinen eigenen Zeitplan machen. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Da, nimm ihn. Du hast die Mütze des Postboten erhalten. Dieser ehrwürdige Hut erlaubt es dir, jeden Briefkasten zu öffnen. Wunderbar. Tschüss, Postbote. Auf Nimmerwiedersehen. Er läuft einfach durch die Wache durch. Ist das nicht herrlich? Da. Okay. So, wir holen uns jetzt ein Herzteil, wenn das jetzt schon geht. So, Mütze des Postboten. Wir kontrollieren mal die Briefkästen. Gut gemacht, Katsching. Etwas anderes als ein Brief wurde eingeworfen. Herzteil. So. Gute Arbeit, Katsching. Und jetzt... Ich glaube, ich mache ein Quiz. Das ist zwar überhaupt nicht die richtige Zeit dafür, aber hey, was soll's. Die Welt geht unter. Na und? Wir lösen Rätsel. Ich hoffe, ich kriege das auf Anhieb hin. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir setzen Keatons Maske auf, wenn die so hieß. Ich bin mir gerade nicht sicher. Na komm. Hallo. Hoi, hoi, ho, hallo Junge. Mich zu narren ist unmöglich. Dein Bestreben ist vergebens. Wir Keaton-Füchse erkennen uns am Glanz unserer schimmernden Schweife, wovon er 3 hat. Aber du scheinst ein gutes Kind zu sein. Lass mich dich prüfen. Beantworte dies. Wähle eine von 3 Antworten. Welches Instrument spielt das Horror-Kid? Eine Flöte. Beantworte dies. Wähle eine der 3 Antworten. Welche schlechte Angewohnheit hat Anju, die Besitzerin des Gasthofs? Sie entschuldigt sich ständig. Sie ist je zornig. Sie bricht leichten Tränen aus. Sie entschuldigt sich ständig. Beantworte dies. Wie viele Kühe gibt es auf der Romani Ranch? Oh. 2? Verdammt. Das weiß ich leider nicht. Und der Fuchs kommt jetzt leider nicht mehr wieder. Also machen wir das, wenn wir wieder die Zeit zurückgestellt haben. Ja, das ist der Plan. Auf in den Gasthof. Denn Kaffee wollte in den Gasthof gehen. Soweit ich weiß. Ach nee, wir wollten erst noch kurz zum Ladenbesitzer, ne? Weil der möchte auch noch irgendwas von uns um diese Uhrzeit. Und ich weiß überhaupt nicht was und ob das überhaupt von Nutzen sein wird. Deswegen weiß ich wahrscheinlich auch nicht, was der will. Weil es unnütz ist. Aber wir probieren es trotzdem mal. Also entweder ist er in seinem Laden selbst oder der ist am Waschplatz. So, war das hier? Nee, das ist der Bombenshop. Dann war das hier, glaube ich. Ja. Hey. Tut mir leid, Faschingsnamen werden nicht bedient. Ach ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder. Alles klar. Aber das geht jetzt noch nicht. Dazu müssen wir erst was anderes tun. Nochmal zurück ins Gasthaus. Hallo. Alle Arbeiter sind gegangen. So. Keiner da. Wir können in Anjus Zimmer. Hallo. Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Oh, das ist ihr Kleid. Mit der Maske. Und wir haben hier eine Truhe. Ich glaube, ich gehe nochmal zur Bank. Aber erst mache ich die Zeit mal ein bisschen schneller.
Die Zeit muss sein. Ja, normaler Zeitfluss, weil sonst warten wir hier wirklich ewig und das möchte ich nicht. So, wir bringen dann schnell mal das Geld weg. 1 Uhr morgens. Kaffee, wo bleibst du nur? Na gut, er ist zu Fuß gegangen. Wir sind, quasi geflogen. So, da muss ich hin. Kurz Geld wegbringen. Wir haben schon über 2000 Rubine. Und es sollen noch viel mehr werden. Oh Mann. Hi. Du sitzt ja auch noch hier. Du hast die Stadt auch immer noch nicht verlassen. Ja, die Stadt zu verlassen wird nichts bringen. Wir werden alle draufgehen. So, 1, 6, 2. Bitteschön. So, wie viel habe ich jetzt? 2278. Ja, fehlt ja noch ungefähr die Hälfte. Zurück ins Gasthaus. Und den Fuchs können wir wirklich nicht nochmal rufen? Weil ich probiere das nochmal kurz aus. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich meine, das geht nicht. Nope. Die Musik stimmt einen irgendwie traurig. Oder wie empfindet ihr das? Tür? Ach, da. So. Dann warten wir mal auf deinen Liebsten. Huch! Ja, spring einfach mal auf den Stuhl. Na komm. Wenn dann schon richtig, ja? So. Und wir warten. Noch 3 Stunden. Dann prallt der Mond auf die Erde. Kaffee, beeil dich. Marina. Bei der Gelegenheit kann ich mal den Controller aus der Hand nehmen. Mich strecken und recken und die Spannung ein bisschen lösen. Wo bleibst du nur? Ich hätte dir mal mein Pferd leihen sollen. Dann wärst du schneller hier gewesen. Weil wenn das Anjus Zimmer ist und Kaffee hier eventuell gewohnt hat, dann haben die ja in getrennten Betten geschlafen. So wie das hier gerade aussieht. Aber ist ja auch völlig egal. Das hat uns jetzt nicht zu interessieren. Vielleicht hat er ja auch gar nicht hier im Gasthof gewohnt, sondern noch bei Mami. Wer weiß das schon? Ach, Kaffee. Komm schon. Oh je. Da ist er. Kaffee. Wunderst du dich nicht, dass er ein Kind ist? Ich kenne dich. Welch ein vertrautes Gefühl, vor langer Zeit. Ja, wir waren noch Kinder. Wir gaben uns ein Versprechen, habe ich nicht recht? Die Masken der Sonne und des Mondes, wir wollten sie am Tag des Karnevals austauschen. Ich fühlte mich so glücklich. Anju, verzeih mir, dass ich so spät bin.
Willkommen zu Hause. Er wohnt doch da, die pennen in getrennten Betten, ich glaub's nicht. Okay, ich zerstöre gerade den Moment. Machen wir weiter. Ja. Zwar sind sie ein Liebespaar, doch sie sehen aus wie Mutter und Kind. Lass uns nun die Masken austauschen. Wir haben unseren Eid erfüllt und sind nun ein Paar. Du bist unser Zeuge. Bitte nimm diese Maske als Zeichen unserer Dankbarkeit. Aber gerne doch! Du erhältst die Maske der Liebenden. Oder du hast sie, egal. Ein Symbol der Unzertrennlichkeit zweier liebender Herzen. Such dir einen sicheren Ort. Wir kommen schon zurecht. Wir werden zusammen die aufgehende Sonne begrüßen. Ja, bald werdet ihr das. Das dauert aber noch ein Weilchen. Hoffe ich. So, wir, gehen jetzt mal zurück. Da, ich kann's nicht mehr. So. Mit der Maske der Liebenden können wir was Tolles anstellen. Viel Glück, Kaffee und Anju. Wir haben Kaffees Quest geschafft. Wir haben Kaffees Quest geschafft. Supi! Ich freue mich. Dann haben wir das auch endlich mal hinter uns gebracht. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir verlangsamen erstmal die Zeit. Dann versuchen wir nochmal das Quiz zu machen. Und dann machen wir heute das Haus am Strand. Und das muss unbedingt am ersten Tag geschehen. So. So. Wo muss ich hin? Nach oben. In den Norden. Ach, schön, dass es geklappt hat jetzt endlich mal. Ah, wie viele Kühe stehen auf der Weide? Sind es wirklich drei? Wenn nicht, muss ich das Quiz halt nochmal machen. So, komm raus, Kitten. Ja. Ja. So, wie lautet der Name der besten Milch, die in der Milchbar ausgeschenkt wird? Chateau Romani. Ist Tingel der Kartenzeichner Links- oder Rechtshänder? Boah, keine Ahnung. Rechtshänder? Oh Gott. Beantworte dies. Wie nennt der Besitzer des Bombenshops seine Mutter? Mami? Wie lauten die magischen Worte, die Tingel erfunden hat? Tingel, Tingel, Kululimpa! Bin ich fertig? Nee. Wie viele Lenze zählt Tingel, der Kartenzeichner? Wie viele Lenze? Kein Plan. Was für Lenze? Die Frage hatte ich noch nie. Lenze? Muss ich gleich mal googeln. ja, das war ja sehr erfolgreich. Würde ich mal behaupten. Ja. Dann sammeln wir kurz mal Geld ein. Und zwar einmal hier. Obwohl, ist eigentlich Schwachsinn. Egal. Ich muss mir bis 10 Uhr erstmal die Zeit ein bisschen vertrödeln. Damit ich ins Rathaus gelangen kann und den Leuten helfen kann. Nach wie vielen wir schon geholfen haben. Unglaublich. Dankeschön, das bringen wir mal schnell weg.
Hui! Back! Ich mag das. Weil die Bank wollen wir auch so schnell wie möglich sprengen. Zumal uns auch nur noch ein Tempel bevorsteht. So, was ist los? Einzahlen. Und bisher können wir auch nur 200 Rubine tragen. Das gefällt mir nicht. So, hier.